Bestimme die Temperatur, bei der die Celsius- und Fahrenheit-Thermometer denselben Wert anzeigen. Um eine Temperatur von Grad Celsius in Grad Fahrenheit umzuwandeln, steht uns diese Formel zur Verfügung. Nennen wir die gesuchte Temperatur x, dann führt diese Formel zu dieser Gleichung mit der unbekannten x. Jetzt reicht es, diese Gleichung zu lösen und somit finden wir, dass x gleich minus 40 ist, was also bedeutet, minus 40 Grad Celsius ist genau dieselbe Temperatur wie minus 40 Grad Fahrenheit.